Guten Tag und herzlich willkommen hier zurück bei Rareplay. Wir spielen heute eine Runde Kampf der Giganten. Das ist ähnlich wie King Battle und Varu, nur dass ich hier alleine spiele. Ich bin ein einzelnes Team, also jeder spielt hier alleine. Und der Letzte, der überlebt, hat gewonnen. Ich möchte mich nochmal entschuldigen für die Runde, da ich ein bisschen durch den Wind bin. Und ja, viel Spaß dabei. Bis gleich. 2, 1. Oh ja, du weißt, Freunde des Quiz, was geht, Leute? Ich bin Sex und willkommen zu, ja, Kampf der Gamer 2. Leute, ich hab's ja gedacht, es wird bald anfangen und jetzt sind wir Kampf der Gamer 2. Eine kleine Survival Games Runde mit 7 YouTubern. Wir wollten eigentlich 8 haben, aber der Lyris ist ein Model. Und der Yoshi hat sich gerade hochgepegelt. Ihr könnt auch mal alle kurz Hallo Haben sagen. wir hochgepickt? Hallo, Ja, Vollgas. ja. Hi. Und das ganze Ding starte ich jetzt gleich. Wir haben hier eine Weltbegrenzung von 750 Blocken in ganze Richtung. Und wir haben hier ein paar Kisten, die wir gleich da looten können oder einfach wegrennen können oder whatever. Die Marie macht gleich einen Countdown. Das Ding ist, wenn wir verlieren, sind wir raus. Und wenn wir gewinnen, dann haben wir gewonnen. Und Ist wie Hunger Games. ist wie Hunger Games. Machst du nochmal Tag, Marie? Nein, mach Ja. nicht. Doch, mach. Okay. Doch, richtig. Ist auch richtig gut direkt mit Mobs und so. Ja, genau. Sehr schön. Und dann wird es gleich sofort anfangen, Leute. Das geht Ja. nicht. Hi, Benny. Wenn, Der wenn, Brecht wenn, Times null. sagst du, Leute, wenn Marie den Timer macht, ich bin sofort gemutet, weil ich will euch nicht mehr hören, weil ich muss abholen. Raffi, ist los, renn! Was? Renn! Nein. Oh Mann. Okay, muten wir uns doch alle. Okay. Ja. Ja, Oh wenn Mann, wir ich schon wieder aufgepickt. Time Ja, set scheiß day. drauf. Flash Time Set Day. Jo Leute, es geht wieder los. Es ist sowas ähnliches wie Team Battle und ja. Es geht jetzt los, Leute. Also jetzt darf ich gleich abbauen und zwar jetzt. Das war. Ah, Kacke, da war Holz drin. Ich hau jetzt ab, ich hau jetzt ab. Und dann mach ich mir sofort ein Schwert, ein Steinschwert. Das war jetzt hier schon. Alter Leute, mein Herz rast. Und ich hab komischerweise voll wenig Leben. Und jetzt greif ich an. Los, Alter, Leute. So, ich sehe den Exo. Krass. Ah. Leute, ich krieg den. Und die nächsten gekillt, Alter. What the fuck? Oh. Es tut mir leid. Nein. Ich mag es eigentlich nicht, Leute umzubringen. Oh, fuck, Alter. Zwei Leute gekillt. Ich weiß ja auch nicht, warum die noch in der Mitte rumgehungert haben. Naja, selbst schuld. Kann ich nichts machen. Sorry, Exo. Sorry, Timo. Ja, Kacke, Alter. Egal. Ich freue mich eigentlich. Hat gut angefangen. Jetzt kümmere ich mich auf jeden Fall ein bisschen um Essen. Und um Federn. Ich fühle mich eigentlich ziemlich safe gerade. Wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich immerhin zwei Kills auf dem Buckel. Und ich frage mich, ob sich die anderen beiden gerade aufregen. Falls ja, es tut mir leid, Leute, aber ja, ich weiß nicht, ob Exo da irgendwelche Probleme hatte, bei der er noch im Loch stand. Aber ja, keine Ahnung. Und das ist der nächste. Und da ist der nächste tot. Alter, was ist hier los? Alter, ich kill die gerade alle. Fuck. Alter, Leute. Ich hau jetzt ab. Ich hab jetzt irgendwie Angst. Ich habe voll wenig Leben. Krass. Ich gehe jetzt einfach in den Dschungel rein. Ich esse nochmal ein Stückchen, weil ich habe echt wenig Leben, wie es mir auffällt. Ich will jetzt nicht durch irgendwelche Monster sterben.
So, dann habe ich auch das nächste schon hier abgebaut. Krass. Kacke, Alter. Ich hätte nicht erwartet, dass es jetzt gerade wirklich so schnell geht mit den Kills. Alter. Ja, Leute. Das ist so ein, das ist ein Projekt wie Varo, wie King Battle, was ich schon mal hier auf meinem Kanal hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon vor das Video eine kleine Szene reingeschnitten habe, wo ich das erkläre. Das ist eigentlich ziemlich gut möglich und man sieht, er hat ein Schwert gehabt, aber nicht ausgerüstet. Ich mache mir schnell eine Workbench. Habe ich gerade keine gedroppt bekommen. Okay. Das war ziemlich gut, dass ich in die Mitte gegangen bin. Ich habe da ja, Alter, wie schnell ich Leben verliere. Okay, jetzt gehe ich da runter. Und gehe einfach mal hier in den Berg rein. Ich habe auch ein paar Fackeln bekommen, glücklicherweise. Und die setze ich erst, wenn ich drinne bin. Ich denke, ich habe jetzt erstmal genug Leute von dem Server gekickt. Ja, Leute, es war einfach nur Luck, aber es freut mich. Also in King Battle hat sich ja echt nichts gerissen. Da war ich immer am Ausrüsten. Und hier habe ich direkt 3 Kills in der ersten Runde. Und mal gucken, wie sich das durch das Projekt zieht. Ich habe eigentlich nicht so viel Zeit. Und zwar muss ich am 18. Was heißt, ich muss nicht am 18. Am 28. fliege ich in die Türkei für ganze 5 Wochen. Und man kann sich wohl denken, dass dass ich da nichts aufnehmen kann. Und deswegen denke ich, dass das vor den Ferien und auch ein paar Tage in den Ferien für mich ein gutes Projekt sein wird, was ich bringen kann. Des Weiteren werde ich Witcher nochmal weiterbringen. Da werde ich auch ein paar Tage mal mich hinsetzen, ein paar Folgen aufnehmen. Und das wird auf jeden Fall klappen, dass ihr in den Ferien vielleicht jeden zweiten oder dritten Tag ein Video habt. Und das werde ich nochmal separat ansprechen. Okay, da sind wir mal in einer Schlucht und das könnte jetzt hier gefährlich werden. Vielleicht sterbe ich auch hier. Ich gehe nochmal kurz hoch und gucke, was ich im Inventar habe. Essen habe ich echt genug, wegen diesen ganzen Melonen. Ich habe einfach Luck gehabt, Leute. Ich habe einfach Luck. Ich weiß nicht, wofür die Schilder gut sein sollen. Ja, keine Ahnung. Danke, Toast. So. Ich weiß nicht, warum ich gemütlich bin. Ich könnte mich auch entmuten. Oh, sollte ich zurücklaufen, wenn so ein komischer Skelett-Fuzzi kommt. Könnte ja das schlecht ausgehen. Hier ist Eisen, das freut mich. Ich gehe ganz schnell mal rein. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Eisen, das freut mich schon mal. Hier ist kein Zombie, kein Creeper, kein Skelett. Ja. Mich nervt es gerade, dass ich den Leiter des Projekts hier umgebracht habe. Das finde ich immer so schade, weil der sich am meisten Mühe gibt. Er stellt den Server für dieses Spiel hier bereit. Ja, aber ich will auch keinen Kill hier verschenken und es hat einfach gepasst. Ich weiß nicht, ob der gerade Probleme hatte. Wenn ja, dann tut es mir leid. Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Die sind jetzt tot. Ich möchte auf jeden Fall nicht unsympathisch herüberkommen, falls die Leute von den anderen bei mir vorbeigucken. Es tut mir leid. Aber wir sollten jetzt drauf spielen, auch die anderen Leute hier umzubringen. Wir sind ja nur noch zu dritt, zu zweit. Warte mal, ich habe 3 Stück umgebracht. Mit mir sind das 4. 5, 6, 7. Ja, okay, dann leben noch 3 Leute neben mir. Also 4 mit mir zusammen, genau. Ich mache mir jetzt sofort mal ein Ofenchen. Ein Öfchen. Ich achte gar nicht drauf, ob jetzt irgendwie jemand hinter mir dran ist. Wie ich sehe, hat Toast einen schlechten Ping, also schlechte Connection. Er brennt schon Eisen, finde ich nice. Ich möchte ihn auch hier grüßen, weil Toast echt einer der Typen, die bei mir wirklich viel kommentiert haben. Das freut mich immer. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall ein richtig korrekter Dude. Und da machen wir jetzt mal so direkt 2 Öfchen, Ofen, Ischer. Und packen die hin. Ein bisschen Kohle haben wir schon, da können wir immer die Hälfte reintun. Da können wir sofort neben dem Schwert noch eine Brustplatte machen. Es ist einfach so krass, wie es hier läuft. Ich denke aber, dass ich die anderen nicht mehr werde. Ich hoffe, das zieht sich nicht zu weit in die Länge. Ich darf noch ungefähr 6 Minuten aufnehmen. Mal gucken, ob wir da noch meine Rüstung schaffen, zumindest zum Teil. Ich nehme mal hier ganz Kohle mit. Und ich gehe jetzt mal da hoch. Ich glaube, da ging die Höhle ein bisschen weiter. Und dann immer nach Eisenausschau halten.
Und falls ich jetzt sterbe, ist mir das egal. Obwohl, wir können so ein paar Pickelchen machen. Das schadet ja nicht. Ich möchte ja auch nicht durch Dummheit sterben. Das wäre nicht toll. Gehen wir mal zurück. Ich denke mal, die anderen sind woanders gerannt. Ich kann später mal den Weg gehen, den Toast gelaufen ist. Weil er war neben mir und ich kann mir vorstellen, wo er lang gegangen ist. Ich gucke nochmal da oben nach, bevor ich runter gehe in die Schlucht. Ich werde dieses Mal wahrscheinlich nicht auf Verzauberung gehen, wenn auch ganz wenig, weil erstmal will ich... Ja, das reicht. Was ist da? Erstmal reicht es eigentlich, wenn ich normal Diamanten, wenn ich die Diamanten für ein Schwert, glaube ich, verschwende. Weil ich möchte, dass sie schnell durch haben. Wir haben ja den Lauf und ich werde die anderen bald schon verfolgen. Und ich sehe, die Ofen sind ausgebrannt. Da kann ich mir direkt das Eisen schon mal raus hier rausnehmen. Und das Fleisch kann ich schon mal anfangen zu braten. Den der liebe... Boah, wie hieß denn immer? Sorry, Nico oder so. Naja, ich mache mir erstmal ein schönes Brustplättchen hier. Eine Hose könnte ich machen. Oder ein Eisenschwert. Ich mache mir jetzt eine Hose. Ich habe ein Steinschwert, das sollte erstmal reichen. Ich habe auch so krass viel Essen wegen diesen Melonen eigentlich. Das ist echt cool. Hat echt gut angefangen, mein Freund. Hier ist eine schöne Höhle. Ich mache mal die Erde. Und die Steine müssen runter, damit ich mich auch runterbauen kann. Genau so. Okay, das ist jetzt ein bisschen gefährlicher. Ich sehe kein Eisen, aber Kohle ist nicht eine große Schlucht, wie hier auffällt. Ich muss ein bisschen vorsichtiger durch diese Höhle laufen. Von da oben könnte zum Beispiel was runterkommen. Und ich brauche Eisen. Da ist Eisen, jawohl. So, einmal kurz rumschauen. Da ist noch mehr Eisen, da ist noch mehr Eisen. Das sieht gut aus. Ich gehe gleich schon auf die Jagd, wo die anderen stehen. Ich weiß jetzt nicht, wo Ruffy lang gelaufen ist. Das kann ich echt nicht einschätzen. Und ja, ich hoffe, ich finde die schnell. Ich wusste gar nicht, dass sie Magie mitmacht. Ich dachte, sie ist nur so Aufpasserin. Gut, dann hole ich mich schnell. Auch noch. Da ist noch mehr Eisen. Okay. Was ist denn ein technischer Fortschritt? Eine bessere Spitzhacke, die ich gemacht hatte, etwa Diamanten gefunden. Boah, wie viel Eisen hier ist. Geil. Erstmal alles mitnehmen. Gut. Ja, eigentlich bringt das ja eigentlich nichts, jemanden früh umzubringen, obwohl so können sie mir nicht später gefährlich werden. So, wir haben noch ungefähr. Ja, 3 Minuten. Da können wir uns auf jeden Fall die Eisensachen hier nochmal wegnehmen. Und in der nächsten Folge werde ich hinter Toast hergehen. So bleiben nur noch Marie und Ruffy übrig. Und ja, ich kann ja eigentlich mir ausdenken, wo die lang gegangen sind. Das wird jetzt wohl nicht so schwer auszumachen sein. Zu sein. Ja, kann Deutsch. Gut. Gut, gut. Ich hoffe, meine Soundaufnahme nimmt auf. Das wäre so mies. Das wäre so mies. Naja. Ach ja, ist das schön. Hinter mir könnte ein Creeper kommen, ist mir jetzt gerade egal. Dann noch das Eisen. Ich habe echt viel Eisen. 24 Stück habe ich jetzt schon. Mit dem sind das schon 26. Und ich habe ja noch mehr Eisen gesehen. Ich nehme mal die Kohle mit. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Minütchen. Also kann ich vielleicht noch meine volle Rüstung machen. Okay, dann nehme ich, das wird wohl reichen. Dann bin ich wieder hier. Ich glaube, da hinten nehme ich nochmal das Eisen mit, was ich da noch gesehen habe. Das ist mir ein bisschen gefährlich. Ich sehe gerade gar nichts. Sind die Monster überhaupt da? Ich habe noch gar keins gesehen. Und meine Spitz. Okay. Ah, ich habe gar nicht, Dings geschrieben, dass es anfängt. Ja, okay, dann logge ich mich aus, obwohl die 15 Minuten gar nicht fertig waren. Ich gehe jetzt mal schnell hier hin. Oder? Ich warte mal ganz kurz. Ja, okay, dann müsst ihr ausloggen. Dann logge ich mich mal aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Folge. Ich hätte nicht erwartet, dass ich 3 Leute umbringe. Leute, das war echt Zufall, dass ich die noch aufgefunden habe. Es tut mir leid für die Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich meine Eisenrüstung habe, mein Eisenschwert. Und dann suchen wir mal den Toast. Vielleicht kriegen wir den auch noch gekillt. Und ja, bis dann und ciao.